Und weiter geht's hier bei Pokémon Weiß Edition. Wir machen weiter auf der Route 2, bei dem wir beim letzten Mal ja Flediamo gefangen haben. Was ich übrigens jetzt auch mal nach vorn stellen werde. Oder Chlorak zuerst vorne? Nee. Ich denke Chlorak. Ja. Ja, wir lassen Chlorak mal nach vorn die ersten paar Kämpfe. Und dann können wir jetzt Flediamo vortun. Auch das wird unser Team auf jeden Fall bereichern. Die Frage ist halt jetzt wirklich, ob es jetzt so wichtig ist. Weil so stark ist das Pokémon nicht, aber der Psychotyp ist halt extrem interessant. Weil, naja, Psycho ist ein extrem starker Typ, den man auch auf jeden Fall im Team haben sollte. Und wir hatten noch keins. Was wäre außerdem, was gibt es denn noch? Ein Granbull. Also auch da muss ich sagen, hatten wir wieder einmal Glück mit dem Flediamo. Wir haben gerade echt Glück. Zweimal schon den, in Anführungsstrichen, Jackpot und da kommt direkt nächstes Pokémon. Was ist diesmal? Okay, wir hatten auf jeden Fall Glück, denn Girafarig kann gar nichts. Ja, trainieren machen wir wie gesagt nicht, nur gegen die normalen Pokémon. Also gegen die Trainer halt. So, und da haben wir auch schon unseren ersten regulären Trainer. Ich bin gespannt, was er hat. Er hat. Endivier. Okay, sehr gut, dass wir Chlorak vorn haben. Wir haben Glück. Endivier, logischerweise Pflanzen-Pokémon, hat keine Chance gegen das Chlorak. Absolut nicht. Gut. Glut und gut. Was? Okay, ich war nicht darauf vorbereitet, dass er das übersteht, aber macht nichts. Ja, Rasierblatt juckt nicht. So, jetzt aber. Okay, das war's für Endivier. Sehr schön. Und Level 6. Okay. Sowie Level 7. Ja, wir werden halt jetzt am Anfang durch die seltenen Pokémon relativ viele Erfahrungspunkte kriegen, weil es halt alles Pokémon sind, die es normalerweise hier nicht gibt. Habe ich ja schon im letzten Part erklärt. Es wird aber bald aufhören, da werden wir dann auf jeden Fall weniger aufleveln. Aber jetzt am Anfang ist es halt noch ein wenig krass. Hey du, ich habe etwas ganz Tolles vor. Willst du nicht zusehen? Jo. Klasse, dann schau mal gut zu. Hep. Ha, hast du das gesehen? Du kannst hier runterspringen und den Weg abkürzen. Nicht schlecht, oder? Ja. Hi. Wenn du mal nicht kämpfen willst, weil deine Pokémon angeschlagen sind, solltest du auf dem Weg bleiben, dein Pokémon nur im hohen Gras angreifen. Ja, dafür habe ich halt die Trainer auf dem normalen Weg, ne? Nächste Trainerin. Ich bin gespannt, wann wir unser erstes legendäres Pokémon sehen werden. Ich hoffe nicht allzu bald. Sandamor. Da kann ich halt mit Glurak nichts anfangen eigentlich, weil der ist Boden. Wir wechseln aus. Aber Flediamo reintun. Ist das klug? Was kann der? Ich weiß nicht. Aber ich denke, er kann nur Bodenattacken. Die haben gegen Flug keine Wirkung, wobei der wäre Chlorak ja auch geschützt. Stimmt, es ist nicht Boden, es ist Gestein, das gegen den es effektiv ist. Egal. Er setzt nur in Anführungsstrichen nur Kratzer ein. Komm mal mit Konfusion. Ich weiß gerade nicht, was gegen den sehr effektiv ist. Ich probiere es mit Konfusion. Naja. Jetzt weniger effektiv, als ich gehofft habe. Okay, dann probieren wir es jetzt mit Windstoß. Flediamo ist ja auf jeden Fall bisher unser schwächstes Pokémon, aber haben wir auch erst 3. Ja, das sieht schon ein bisschen mehr ab. Ich muss halt jetzt versuchen zu treffen. Der versucht meine Genauigkeit immer weiter zu senken. Aber solange ich treffe, ist das alles kein Problem. Windstoß, komm. Ah, verdammt. Stirbt mir nicht weg. Zu riskant, wir wechseln. Wir gehen zu Chlorak. Gut ist, die Pokémon auf dem Level, egal was es ist, können auch keine starken Attacken. So, er setzt einen Liga ein. Okay, da hätte ich auch noch auf Dings bleiben können, aber egal. So, Glut, ich weiß nicht. Dürfte nicht sehr effektiv sein, oder?
Naja, einigermaßen. Und Kratzer und dann soll es das auch gewesen sein. Was? Verreck. So, jetzt bin ich gespannt, was wir wieder für Erfahrungspunkte kriegen. Die teilen sich ja jetzt auf, wenn zwei Pokémon oder mehr an einem Kampf beteiligt waren, teilen sich die Erfahrungspunkte auf, okay. So, Glurak Level 8, schon mal gut. Und sogar Level 9, auch gut. Sehr schön. Und für die Amo halt auch nochmal jede Menge Punkte und kommt auf Level 6. Gut. Was, nur ein Level bei Fledyamo? Warum das denn? Warum kriegt der denn so wenig, wenn... Okay. Ich bin jetzt gerade ein wenig verwirrt, um ehrlich zu sein, weil der nur so wenig bekommen hat, in Anführungsstrichen, aber okay. Okay. Wechsle ich ihn jetzt ein. Ich hätte ihn halt echt gern mal irgendwie ein bisschen vorne nochmal. Wir tun ihm mal vor, wenn er es nicht schaffen sollte, gegen irgendjemanden zu kämpfen, werde ich einfach austauschen. Aber der braucht halt Training, weil er das schwächste Teammitglied ist. Jetzt bin ich gespannt, was der hat. Pass auf, jetzt gerade kommt ein Legi. Ich sehe es schon kommen. Ich warte nur drauf. Und er kommt mit. Kommt irgendein Baumpill. Okay, das kann nichts. Sehr schön, das kann absolut nichts. Da brauchen wir uns auch keine Gedanken machen. Das schafft Fledyamo locker. Was kann der? Fadenschuss und Tackle? Das überlege ich halt gerade, was effektiv ist. Ich glaube, Psycho, wie wirkt das auf Käfer? Auf jeden Fall gut genug. Oh, Giftstachel ist fies. Fuck. Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Jetzt haben wir ein großes Problem, denn er wird am Gift sterben, wenn ich nichts unternehme. Wer das nicht weiß, wenn man mit einem vergifteten Pokémon auf der Overworld rumläuft, nimmt es trotzdem dauerhaft Schaden. Aber wieder Glurak nehmen. Wir nehmen den Duo, Dino. Ich nehme nicht an, dass das Wumpel eine Käferattacke kann. Die wäre dann zwar sehr effektiv, aber komm. Nur Giftstachel. Darf halt nicht noch einen vergiften. Und natürlich ist er auch vergiftet. Was soll das denn? Aber der hält es noch am ehesten aus. Wir müssen dann auch auf jeden Fall zurück. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher und setze Drachenblut ein. Weil ja, mit zwei vergifteten Pokémon brauche ich nicht rumlaufen. Die sterben mir weg. Seitdem nicht, dass die jetzt ausgerechnet vergiftet wurden. So, Fledyamo Level 7. So, jetzt habe ich ein kleines Problem. Wie weit ist es bis zur Stadt? Schafft er das? Er hat nur 10 KP. Oder ist das... Moment mal. Ist es ab der 5. Generation nicht so... Jetzt bitte nicht kämpfen. Bitte nicht kämpfen. Da drüben wäre die Stadt. Ab der 5. Generation ist es doch so, dass die Pokémon durch Gift auf der Overworld gar keinen Schaden mehr nehmen. Ich habe es befürchtet. Scheiße, wir haben zwei vergiftete Pokémon. Oh, Leute, es könnte den ersten Tod geben. Lutesto, ausgerechnet auch noch. Da hätte ich Fledyamo gebrauchen können. Scheiße. Das ist ein Kampf-Pokémon. Ich probiere es trotzdem. Ich probiere es. Ich gebe ihm den Drang und versuche dann mit Dingenskirschen anzugreifen mit der Flugattacke. So viel kann doch die verkommen. Ja, jetzt auch noch Klammergriff. Jetzt kann ich, glaube ich, eh nicht auswechseln, aber das ist in Anführungsstrichen noch relativ ungefährlich. Das Gift ist halt mein Problem. Aber komm, den kriegst du down. Windstoß ist sehr effektiv. Ich vertraue dir, Fledyamo. Das ist dein erster Härtetest. Scheiß Vergiftung halt, ne? Klammergriff macht sich besser, ist aber wie gesagt immer noch relativ ungefährlich. Komm, Mann, Volltreffer, jetzt kannst du mal einen machen. Sehr schön abgewehrt, gut gemacht, gut gemacht. Ja, juckt nicht, komm. Nochmal Windstoß und dann ist er down.
Jetzt setzt die Drank ein, ich fass es nicht. Volltreffer, Junge. Ich werde sterben, jetzt muss ich auf jeden Fall was unternehmen. Ich brauche noch einen Drank, es nützt nichts. Ich bin gezwungen, den zweiten und letzten Drank, den wir noch haben, auch einzusetzen, sonst stirbt er. Ich will, dass Flediamo den besiegt. Ich will, dass er es schafft. Silberblick juckt mich nicht. Die blöde Vergiftung ist halt unser Problem. Ja. Und jetzt töte ihn bitte endlich. Komm schon, komm schon, komm schon. Sehr schön, endlich ist der down. Aber die hat noch ein Pokémon. Schöner Level. Komm, was Gutes, was Gutes. Joa. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Wenn du Flea bist. Chlorak. Der kann den Meklut gut ausschalten. So. Sollte auch theoretisch nichts machen können. Chlorak ist auch nicht vergiftet. Wer, der setzt jetzt auch noch Giftstachel ein, aber dann flippe ich aus. Okay, wunderbar. Gut. Chlorak kommt auf Level 10. Und fast sogar noch auf Level 11. Okay, das hätte auch anders ausgehen können. Wir haben Glück gehabt. Puh, du bist wirklich stark, Kisuke. Ich werde meine Pokémon auch stärker trainieren, um nicht mehr zu verlieren. Also dann, bis bald. Wir brauchen jetzt ganz dringend einen Pokémon-Center, ansonsten sind wir am Arsch. Aber es ist wirklich so, dass sie jetzt auf der Overworld keinen Schaden mehr nehmen, oder? Nee. Okay. Denn bis zur vierten Generation war es so, dass die Pokémon, wenn man sie vergiftet mit sich rumgetragen hat, Schaden genommen haben. Ab der fünften wurde es geändert. Das habe ich vergessen gehabt. Finde ich aber auch besser so, weil... Ja. Du kannst halt einfach nichts dafür, wenn du irgendwo auf einer Route bist und das Pokémon Center ist 5 Kilometer entfernt. Da kannst du ja als Spieler nichts dafür. Du kannst das Pokémon Center ja nicht herzaubern. So, wir gehen auf jeden Fall ein bisschen einkaufen. Wir brauchen auf jeden Fall Tränke, es nützt nichts. Ich nehme mal 5, es nützt nichts, wir brauchen sie. So, und Pokebälle füllen wir auch gleich wieder auf. Mal 3 Stück. Ja, wieder 10. Okay. Ne, das war's. Wir könnten jetzt theoretisch sogar, glaube ich, schon auf die nächste Route gehen und da auch noch ein Pokémon fangen, oder? Müsste theoretisch gehen. Aber erstmal schauen wir uns in dem Ort um. Fangen natürlich vorne an. So, Haus Nummer 1. Hey Trainer, hast du auch genügend Pokébälle? Hier, den schenke ich dir. Oh, Superball, sehr schön. Wer es nicht kennt, Superbälle sind besser als Pokébälle. Die nächststärkere Form nach dem Superball wäre der Hyperball. Pokébälle kann man nie genug haben. Und je besser der Ball, desto leichter ist es, Pokémon zu fangen. Außer man hat so ein stures Pokémon wie unseres, was einfach nicht im Ball bleiben will. Mein Mann und ich sind wie füreinander bestimmt. Meine Frau habe ich beim Pokémon-Kampf kennengelernt, ich habe kein einziges Mal gegen sie gewonnen. Ein Trainer auf Reisen, wie schön. Deine Familie spricht jetzt bestimmt voller Stolz über dich. Ich war neulich im Ausland und habe dort einige Pokémon-Kämpfe bestritten. Was für ein Spitznamen haben deine Pokémon denn so? Ein Spitzname festigt die Bindung zwischen dir und deinem Pokémon. Naja, naja. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, mein Freund. Und sehr schön, wie sich die Kamera zur Seite dreht, wenn er ein Haus betritt. Außer meine Pokémon neu, ich war echt der Wahnsinn. Nach dem Kampf hat es sich doch glatt weiterentwickelt und Form und Aussehen geändert. Mal entwickeln sie sich, mal nicht. Die Pokémon sind wahrlich wundersame Geschöpfe. Auf keinen Fall aufgehen, da ist gerade ein Experiment im Gange. Vivian hat ebenfalls ein ganz ernstes Gesicht gemacht. Okay, dürfen wir nicht hoch. So, wen haben wir hier? Als ich angefangen habe, bin ich auch erstmal brav auf die Trainerschule gegangen. Du möchtest zu einem Arenaleiter? Die wirst du leider nicht fündig. Versuch dein Glück noch einmal in der Trainerschule.
Mindestens auf einen Orden abgesehen hast, musst du dir erst einen Arenaleiter finden. Ein kleiner Tipp für dich. Die Trainerschule ist das zweite Gebäude neben der Arena hier. Okay. Vorher kommen wir hier noch rein, aber hier ist nichts. Auch kein verstecktes Item. Ich hab da gerade noch was gesehen. Das nehme ich natürlich mit. X-Tempo, ja gut, brauchen wir nicht unbedingt, aber nehme es natürlich mit. Irgendwo ein verstecktes Item oder so. Ja. Hey, wenn der Typ als Pokémon einer anderen Attacke gleich ist, so steigt die Stärke. Das hat mir ein Arenaleiter verraten. Junorion City, einen Ort zu erkommen, ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Jedes Mal, wenn ich mich der Herausforderung stelle, erwarten mich Pokémon, deren Typ mir nicht liegt. In der Traumbranche einer Fabrikruine soll es ein seltenes wildes Pokémon geben, das sich offenbar in einen Traumwelt zu entführen vermag. Also, ein Pflanzen-Pokémon ist anfällig gegen Attacken vom Typ Feuer. Aber ich weiß noch vieles mehr. Das ist toll. Was haben wir hier? Da gibt es dieses Model, das in letzter Zeit sehr beliebt ist. Aber so schön wie Camilla ist, so stark ist sie auch mit ihrem Pokémon. Im ersten Stock des Pokémon-Senders findest du die GTS, welche die Welt miteinander verbindet. GTS steht für globale Tauschstation. Die Stärken eines Trainers kann man in der Anzahl seiner Orden ablesen. Wenn du als Trainer etwas auf dich hältst, dann fordere die Arenaleiter aus und hole die Orden. Ich mag es eben feurig, von daher trainiere ich noch Feuer-Pokémon. Aber neulich hat mich einer mit einem Wasser-Pokémon total nass gemacht. Tja, da werde ich noch mal ein paar andere Pokémon eines anderen Typen trainieren müssen. Sechs Pokémon zu trainieren ist ganz schön anstrengend. Es gibt ja nicht wenige Trainer, die auf ein Kernteam schwören und sich ganz und gerade auf drei Pokémon konzentrieren. Kann man theoretisch machen, ist sogar vorteilhaft. Wie gesagt, ich nehme ja auch nur fünf Pokémon, wenn ich Pokémon normal durchspiele. Wegen den blöden VM-Sklaven. Kann Vorteile haben, kann aber auch Nachteile haben. Muss man nicht immer abwägen. So, was haben wir hier? Ich liebe Pokémon und will noch mehr über sie wissen. Und genau dafür gibt es die wunderbare Trainerschule. Die Pokémon haben allerlei mysteriöse Fähigkeiten. Die meisten davon kommen im Kampf zum Tage. Es gibt Attacken, die man nur mit technischen Maschinen erlernt. Eine technische Maschine kann man beliebig oft so wenden, also nur zu. Ach, das war hier auch schon so. Okay, dann wurde auch bis zur vierten Generation das nämlich so gehandhabt, dass man die TMs nur einmal verwenden darf. Ab der fünften dann zweimal. Ich dachte, es wäre ab der sechsten Generation so, aber nö. Okay, finde ich toll. Und falls du mit einer Attacke nicht zufrieden bist, verwende doch einfach eine andere technische Maschine. Ja, früher war das extrem nervig, weil wenn man die einmal dem Pokémon beigebracht hat, dann ließ sich das nicht mehr ändern. Und naja, war halt etwas nervig dann, wenn man dem eine neue Attacke beibringen wollte. Oder dieselbe Attacke in einem anderen Pokémon. Kann man die Entwicklung eines Pokémons auch unterbrechen? Ich lese dir mal aus dem Handbuch hier vor. Sobald du die Evolution eines Pokémon einsetzt, kannst du es mit dem B-Knopf so sehr erschrecken, dass es in seiner Entwicklung gestoppt wird. Ja, Entwicklung stoppt, würde ich aber niemandem empfehlen. Wollen wir ein kleines Quiz über Statusprobleme machen? Nee, du kannst. Ja, wobei doch, kriegt man was, oder? Also, hier kommt die Frage. Mit welchen der folgenden Items kannst du ein vergiftetes Pokémon heilen? Ich würde sagen, mit dem Aufwecker. Ja, oder halt dem Paraheiler, ne? Nee, ich meine es natürlich gegen Gift. Bingo! Damit liegst du goldrichtig, kommen wir zur nächsten Frage. Ein paralysiertes Pokémon machst du mit einem Paraheiler wieder mobil, aber ein Pokémon, das eingeschlafen ist, wächst du damit wieder auf mit dem Aufwecker. Bingo, bingo. Absolut richtig. Mit Statusproblemen kennst du dich aus, das würde hier nützen. Hyperheiler, oh Hyperheiler, wow. Heilt sämtliche Statusprobleme, aber dass man den jetzt schon bekommt, cool. Ein Hyperheiler ist schon was Feines. Dieser heilt ja auch die Bank aller Statusprobleme. Okay, Sharon, hi. Wird ein Pokémon vergiftet, schwinden seine KP nach und nach. Das ist aber nur im Kampf so. Hier priesen sie auch so ein bisschen die Neuerung der fünften Generation an. Nakisuke, suchst du die Arena leider? Jo. Gerade eben waren sie noch hier und haben über die verschiedenen Pokémon-Typen gesprochen. Dann musst du sie knapp verpasst haben. Du, Kisuke, tritt doch mal gegen mich an. Ich möchte herausfinden, wie wichtig der Einsatz von Items im Kampf ist. Höchste Zeit herauszufinden, wie wichtig Items sind. Oder wie weit man ohne Items kommt. Aber wir kämpfen hier drin, das Ganze darf also nicht zu wild werden. Kommt drauf an, was du für Pokémon hast. Er hat auch wieder zwei.
kommt mit Gerowatz. Oh, der kann Explosionen und Finale und so ein Gedöns. Der kann uns theoretisch töten. Ich weiß nicht, soll ich es mit Windstoß probieren? Probier es mit Windstoß, aber wie gesagt, der kann auch Explosionen und sowas einsetzen. Einer Gesteinstyp. Ach so, der ist ja. Oh Gott. Ja, hatte kurz einen Denkfehler. Gestein ist ja effektiv gegen Flug und nicht umgedreht. Dass der seine Initiative steigert, ist natürlich. Konfusion. Das Problem ist, jetzt ist er schneller und Gerowatz, der schnell ist, hat seine größte Schwäche schon ausgebügelt. Aber die Konfusion tut ihm trotzdem nicht gut. Und wenn er nur Steinpolitor einsetzt, dann hat er Pech gehabt, weil, ja. Er kann seine Inne zwar aufs Maximum steigern, wird ihm aber nicht sitzen. Okay, er hat eine Beere. Oh, sogar eine extrem seltene Beere. Jetzt kommt er noch mit Einliegen, also der versucht alles, um sich hier zu pushen, aber wenn er nicht angreift, dann kann er auch nicht gewinnen. Ich bin aber froh, dass er es nicht tut, denn wie gesagt, er kann auch Finale und so ein Gedöns. Töt ihn. Nochmal Einigler. Verteidigung ist egal, denn Konfusion ist eine spezielle Attacke, damit umgehen wir die Verteidigung. Ernsthaft jetzt, komm schon. Stirb. Also er hat seine Chancen nicht genutzt. Sollte aber auch Massen Erfahrungspunkte geben. Sehr schön, damit was für Geowatz. Level 9. Und gleich auch noch Level 10. Sehr schön. Jetzt kommt Raichu. Ja. Boden Elektro. Ich würde sagen, das kann jetzt mal der Du-Dino regeln. Ich denke auch, dass ich mit Drachenwut direkt regeln werde, ohne hier irgendwie unnötige Risiken einzugehen, sonst gibt ihm das wieder eine Paralyse oder sowas. Da habe ich keinen Bock drauf, deswegen hau mit Drachenwut direkt drauf. So, Verteidigung sinkt, Drachenwut sollte ihn aber killen. Jo. Sehr schön, auch das sollte viele Erfahrungspunkte geben. Jo, 514. Level 9 für Duodino. Sehr schön. Sehr schön. Wie erwartet ist der Einsatz von Items von größter Wichtigkeit. Hier, Gesuge, diese Beere ist für dich. Die kann uns auch noch retten. Gibst du einem Pokémon diese Beere mit, so ist sie im Kampf von selbst, sobald seine KP schwinden. Von Menschen hergestellte Items wie Tränke kann es aber nicht selbst verwenden. Also, viel Glück. Jo, dann geht's beim nächsten Mal dann zur Arena. Ich gebe jetzt unserem Glurak aber mal die Beere. Können sie auch die anderen geben, aber ich gebe es jetzt mal ihm. Und will eigentlich auch, dass er gerade mein Minik trainiert wird, aber der Duodino bräuchte es halt auch, ne? Ja, es kommt halt immer drauf an. Bleiben wir mal vorerst noch bei Flediamo. Aber nicht mehr lang. Und ich sage danke fürs Zuschauen in dem Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao.